Infinite Crisis. Wohl eher Finite Crisis. Obwohl Infinite Crisis erst im März Release feierte, ist Schluss mit dem DC Superhelden MOBA. Entwickler Turbine gab heute bekannt, dass die Entwicklung sofort eingestellt wird und am 14. August endgültig die Lichter ausgehen. Und die Moral aus der Geschichte? Manchmal sind Hype Trains einfach zu schnell, um mal eben aufzuspringen. Sei es nun Comic, Superhelden oder der MOBA-Zug. Obwohl es bis vor kurzem eigentlich so ausgesehen hat, als könnte man wirklich, wirklich mit allem, was auch nur im Entferntesten mit Superhelden zu tun hat, Kohle machen. Meiner Meinung nach hatte Infinite Crisis wirklich Potenzial, aber was denkt ihr? Ist es wirklich schade um das x-te MOBA im Internet? Antwortet uns mit einem Kommentar, liked das Video, teilt es mit euren Freunden, klickt den Abo-Button und überlegt euch das nochmal mit der Kandidatur, wenn ihr schon viermal Präsident des weltgrößten Fußballverbandes wart. Ihr spart euch nur Stress. Tschö.